Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist ein Montag. An dem Tag, an dem ich es aufnehme, ist das hier die Woche, in der freitags Weihnachten ist. Erstmal ganz, ganz abgefahren, wie schnell das Jahr schon wieder vorbeigegangen ist. Und das heutige Projekt wird auch ein Geschenk für Weihnachten sein. Und ich werde dir später im Anschluss ein bisschen sagen, warum ich sehr, sehr stolz darauf bin, dass das eben halt eben heute funktioniert. Und werde dir auch gleich sagen, was wir heute Schönes bauen und für wen das Ganze ist. Bevor wir damit aber anfangen, geht es erstmal mit so ein bisschen Massivholz los. Das liegt noch hier hinten. Das ist sehr, sehr schönes Holz und das ist auch für das heutige Projekt gar nicht gut genug. Also es kann gar nicht gut genug sein. Deswegen fangen wir jetzt erstmal an, ein paar Bohlen grob auf die Länge zuzuschneiden. Viel Spaß und fröhliche Weihnachten nachträglich. Was wir hier jetzt sehen, ist Holz. Wir sehen hier Holz. Ganz viel Holz. Also ein paar kleine Worte zu dem heutigen Projekt. Ich baue heute einen Schreibtisch. Ich baue den Schreibtisch genau so, weil meine Mutter den genauso haben möchte. Mehr dazu werde ich später auch noch sagen. Ich habe jetzt tatsächlich das ganze Holz grob zugeschnitten. Ich habe überall ein bisschen mehr Holz dagelassen, weil wir das natürlich gleich noch abrichten müssen, auf dicke hobeln müssen und dann halt noch eben zu einer Platte verleimen müssen. Ich sage, das ganze Holz ist jetzt grob zugeschnitten, das ist wirklich, wirklich toll. So laufen solche Projekte halt eben auch sehr, sehr schnell ab. Das heißt, ich muss später nichts mehr grob zuschneiden, weil ich das jetzt eben schon alles gemacht habe. Ich kann jetzt einmal alles abrichten, ich kann einmal alles auf dicke hobeln. Das ist schon eine ganz, ganz feine Sache. Wie habe ich das gemacht oder wie habe ich das hinbekommen? Das ist eigentlich relativ simpel. Ich habe mir eine Skizze angefertigt, heute Morgen am PC, wirklich eine sehr, sehr grobe. Und da geht es halt eben eigentlich nur darum, dass ich so weiß, okay, die Beine müssen so lang sein, die Teile zwischen den beiden, die das Ganze halt eben verbinden müssen, zum Beispiel so breit und so lang sein. Und das ist im Endeffekt gar nicht mal so eine genaue Skizze. Ein paar Maße werden sich hier auch verändern, weil am PC sieht sowas natürlich immer ein bisschen anders aus als in der Realität, als in der Werkstatt. Gutes Beispiel, die Beine. Diese ganzen Streifen hier werden später zwei Tischbeine ergeben. Ich habe die im Plan auf 45 mm Breite, also ein quadratisches Maß, angegeben. Und beim Schneiden habe ich schon mal einen Zentimeter Aufmaß gegeben. Das bedeutet, das hier sind 5,5 cm breite Streifen. Und da ist mir schon aufgefallen, wenn das hier das Grobmaß ist, das heißt, da wird noch gehobelt und, ist das gar nicht mal so gut, wenn das Ganze so mega schmal ist, denn das ist nicht so gut für die Stabilität zuallererst. Wobei, ich glaube nicht im Holzbild, ne? 45 mm Breite für Tischbeine ist immer noch okay. Aber es sieht halt eben nicht so schick aus, weil es dann halt eben so ein bisschen stelzig aussieht, wenn die Tischbeine so mega schmal sind, denn die werde ich auch später noch verjüngen. Also, das ist ganz cool, wenn man sich eine Skizze vorher macht und man halt eben schon mal weiß, wie breit die Teile sein müssen und wie lang und in welcher Menge man eben diese ganzen Stücke hier braucht.
Jetzt kommen wir mal zu den Tischbeinen. Das hier ist mein Tischbein und da möchte ich eine Verjüngung anbringen, damit es halt eben im Gesamten später ein bisschen schicker aussieht. Ich habe mir hierfür jetzt zuallererst mal diese Schablone angefertigt und wollte das Ganze mit einem Bündigfräser einfach an meinem Frästisch fräsen. Ich zeige euch mal, was ich hier habe. Das hier ist mein Bündigfräser und der ist leider ein bisschen zu kurz, um das hier halt eben fräsen zu können. Wäre eigentlich relativ simpel, man kann alles rumdrehen mit einem Bündigfräser, wo das Anlaufkugellager nicht hier oben, sondern hier unten ist oder unten und dann halt oben, könnte ich damit halt eben das Ganze ein bisschen nach unten wegfräsen. So einen Fräser habe ich aber nicht, deswegen musste ich mir halt eben ein bisschen helfen. Genau aus dem Grund habe ich mir aus meinem Fräserset, von so einem ganz, ganz billigen Fräserset, einen Fräser genommen und habe den erstmal auf die richtige Größe runtergedreht. Denn der hatte nicht 12 mm, wie es meine Aufnahme im Fräser hat, sondern 12,7. Also 7 Zehntel weggedreht und jetzt habe ich einen Fräser, der in meinen Frästisch reinpasst. Den Schaft von diesem Fräser nutzen wir jetzt als Anlaufstelle, damit wir halt eben so einen Großteil von dem Material an dem Frästisch wegfräsen können. Ist hier nochmal ein ganz, ganz gutes Beispiel. Das sieht hier immer so aus, als wenn ich für jede Arbeit die perfekte Maschine und das beste Werkzeug hätte. Dem ist aber nicht der Fall. Das ist eigentlich, wenn man umrechnet, kostet, glaube ich, so ein Fräser hier, den ich hier ein bisschen runtergedreht habe, 1 €. Dementsprechend ist halt auch eben die Qualität. Aber man muss sich halt eben einfach so ein bisschen zu helfen wissen. Dann kann man auch mit so Werkzeug so eine Arbeit halt eben verrichten. 3 von 4 Tischbeinen habe ich schon angefertigt und ich möchte jetzt an dieser Stelle einmal hier Material wegnehmen und ich muss dann noch auf dieser Seite muss ich auch ein bisschen Material wegnehmen. Da muss ich halt jetzt eben gut drauf achten, dass ich meine Schablone richtig rum hier drauf lege. Und das machen wir jetzt mal. Ich nehme mal so, ich drehe alles einmal rum. Das hier lege ich flach, dann habe ich hier doppelseitiges Klebepapier, Klebeband. Das kann ich einmal hier festmachen. Das kann ich jetzt rumdrehen, kann es einmal andrücken. Und habe jetzt meine Schablone schon mal fertig. Ihr seht, dass meine Schablone hier anliegt und dieses Material werden wir gleich wegfräsen. Und die Schablone steht hier oben minimal über. Das hat einfach den Vorteil, dass wir hier oben kein Falz quasi hier an das Holz reinfräsen, wenn wir hier kleine Ungenauigkeiten hätten oder sich die Schablone so ein bisschen verschieben würde. Das nur am Rande. Hier seht ihr nun meinen Fräser. Wie gesagt, das ist wirklich ein Billo-Fräser. Der ist nicht wirklich gut, aber um jetzt hier diese paar Fräsungen zu machen, ist er trotzdem gut genug. Ich werde hier auch in verschiedenen Schritten oder in mehreren Schritten das Ganze fräsen. Ich habe jetzt hier kein Kugellager, was mein Anlauflager ist. Der Fräser an sich ist einfach jetzt der Anlaufring, sagen wir einfach mal. Hier diesen Überstand fräse ich jetzt einfach mit einem Bündigfräser in der handgeführten Oberfräse weg. Der nächste wichtige Schritt, die Stelle gut markieren, damit wir nicht die Orientierung verlieren. Nächster Schritt, nächste 2 Tipps hier am Langbandschleifer. Ja, ich benutze meinen Langbandschleifer, um das hier zu verschleifen, denn durch meine etwas grobmotorischere Anlaufführung habe ich hier halt ein paar Macken drin. Das bedeutet, ich muss einfach minimal mehr schleifen und mit dem Langbandschleifer geht das halt sehr, sehr gleichmäßig. Es geht sowieso in Längsrichtung und es geht sehr effektiv und, habe ich schon gesagt, gleichmäßig und es geht sehr gleichmäßig. Also ich schleife das am Langbandschleifer. Ihr könntet das natürlich auch mit einem Exzenterschleifer schleifen oder mit einem normalen Bandschleifer. Hier habe ich aber 2 Tipps für euch. Zuallererst mal der erste Tipp, wenn ihr auch einen Langbandschleifer habt, das ist jetzt hier speziell sehr, sehr wichtig, ist halt eben einfach, dass ihr diese Schräge nicht schräg mit dem Langbandschleifer schleift, weil dann würdet ihr nur so übertriebenermaßen gezeigt das Ganze schleifen. Das wollen wir nicht. Wir wollen immer das Ganze parallel unterlegen, also hier diese 2 Unterlagen. Dann schleifen wir auch nur bis hierher, dann nehmen wir die Unterlage weg und schleifen hier dieses Stück. Wenn wir hier diese Seite fertig geschliffen haben, packe ich mir hier direkt ein bisschen Klebeband drauf, damit ich weiß, dass hier die Schräge dran ist. Denn wenn wir das halt eben verschleifen und wir drehen das 3-mal, dann kann man sich da sehr, sehr schnell vertun. Und wir wollen ja nicht nochmal ein neues Tischbein herstellen, deswegen ein bisschen Klebeband, damit wir wissen, wo hier diese Verjüngung ist.
Unser kleiner, aber feiner Schreibtisch sieht schon mal ganz schick aus. Fertig ist er aber noch nicht, denn die Tischplatte ist noch nicht mit dem Gestell verbunden. Und da das hier alles Massivholz ist, sollte man eigentlich so eine Tischplatte nicht direkt mit Schrauben irgendwo ein Gestell reinschrauben. Ich habe das schon öfters gemacht, hat aber einen anderen Grund. Ich will immer ein bisschen ausprobieren, wie gut das Ganze auf lange, lange Zeit funktioniert. Aber weil das hier bei dem Möbelstück eigentlich ganz gut mal auszuprobieren ist und es ja sowieso eigentlich die richtige Art und Weise ist, werde ich euch heute mal zeigen, wie das normalerweise bei solchen Sachen hier getan wird. Und damit das funktioniert, habe ich im Hintergrund eben eine Nut in die innenliegenden Seiten von dem Gestell gefräst, denn die sind ganz, ganz wichtig. Ich lege mir jetzt erstmal alles auf meine Werkbank. Und richte das jetzt mal so ein bisschen aus. Ich habe mir hier diese Klötze fertig gemacht, die haben hier einen Falz und damit kann ich halt eben die Tischplatte auf das Gestell quasi festspannen, nicht verschrauben, sondern spannen. Und durch diese Nut hat halt eben das Holz, die Deckplatte, oben die Schreibtischplatte noch die Möglichkeit, beim Sommer zum Beispiel zusammenzustrumpfen und im Winter halt eben auseinanderzufahren. Und die schrauben erstmal fest. Normalerweise würde ich das Ganze jetzt mit meinem Finish behandeln, was ich euch auch unten in der Videobeschreibung mal verlinken werde. Das ist mein eigenes Finish, da ist alles dabei, was du brauchst, da sind auch viele Goodies dabei. Also ich habe mir echt Mühe gemacht, als ich den Paketinhalt zusammengestellt habe. Das werde ich heute aber ausnahmsweise nicht benutzen. Was ich benutzen werde, kann ich euch leider noch nicht zeigen, denn es ist noch nicht fertig, deswegen kann ich es euch noch nicht zeigen. Auf jeden Fall werde ich jetzt einmal fix finishen und da werde ich dir mal so ein kleines Resümee geben und werde dir auch mal sagen, warum ich heute so mega stolz auf das Projekt bin und was vielleicht nicht so gut geworden ist. Denn wie jedes Mal zeige ich euch auch die Fehler, die beim Projekt reingeflossen sind. Also der Schreibtisch ist fertig. Hat eine sehr, sehr schöne Haptik und ich finde auch gerade die Kombination zwischen Buchenholz und dem echten Holz echt super schön. Fehler Nummer 1. Ich habe hier die Deckplatte zu schnell ausgespannt. Aus dem Grund habe ich leider hier eine kleine Leimfuge. Es ist im Moment ein bisschen kälter in meiner Werkstatt, deswegen hätte der Leim ein bisschen länger gebraucht. Außerdem war ich ein bisschen ungeduldig, als ich die Seitenteile verleimt habe und dann die beiden Seitenteile miteinander verbunden habe. Als ich das dann von der Werkbank runtergenommen habe, sind eigentlich fast alle Verbinder wieder auseinandergegangen und ja, hat nicht richtig gehalten. Deswegen musste ich alles erneut zusammenleimen, was aber wiederum bedeutet hat, dass viel Holzleim auf die Oberflächen ausgetreten ist. Das komplette Gestell ist einmal von der Werkbank runtergefallen, weil es runtergekippt ist. Deswegen habe ich hier an ein paar Stellen diese Macken drin. Okay, hier seht ihr die angesprochenen Leimreste. Weil hier so ein bisschen Holzleim noch drauf war, konnte das Finish halt dort nicht mehr einziehen. Und deswegen haben wir hier jetzt diese paar Flecke. Außerdem haben wir hier eine kleine Leimfuge, weil ich es ein bisschen einseitig zusammengepresst habe. Und dann hat sie es halt ein wenig rumgedrückt. Die Tischbeine machen mich echt happy. Die Form gefällt mir richtig gut. Sie sind am Schluss doch nur 4 cm im Querschnitt geworden. Aber das ist trotzdem stabil genug. Das ist eine sehr, sehr schlichte Form. Gefällt mir sehr gut. Als ich die Flachdübel gefräst habe, habe ich hier vorne auch 2 Flachdübel gefräst. Das ist natürlich ein Fehler, denn hier vorne das Frontstück ist natürlich nicht so hoch, weil sonst wäre das im Weg und man könnte nicht unter den Schreibtisch sich setzen.
und die habe ich wieder zugemacht. Aber das sieht man noch ein ganz klein bisschen. Also man sieht es nicht, wenn man es weiß, sieht man es. Aber wenn man es nicht weiß, sieht man die Fehler eigentlich gar nicht mehr. Hier seht ihr einmal die Fehlerstelle. Da habe ich ein Stück Holz eingeleimt. Und hier kann man es auch noch so ein bisschen erahnen. Die Verbindung zwischen Tischplatte und dem Gestell ist in der Theorie richtig und auch gut. Aber in der Praxis gefällt es mir nicht ganz so gut. Vielleicht weiß der ein oder andere Schreiner von euch, wie man das Ganze richtig macht und auch besser, dass halt das hier nicht mehr passieren kann. Denn hier vorne das Brett kann man halt jetzt ein bisschen nach vorne bewegen und grundsätzlich ist es nicht so stabil, wie als wenn man alles verschraubt hätte. Also in Zukunft werde ich das wieder anders machen, aber schreib mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn du vielleicht weißt, wie man das richtig macht. Als ich mal im Schleifwahn war, habe ich das hier zu rund geschliffen, denn hier die Seitenstücke sollten eigentlich 4 cm weiter nach unten reichen. Aber dadurch, dass ich das hier leicht rund geschliffen hatte am Langbandschleifer, musste ich hier den ein bisschen einkürzen, was die Breite angeht, damit ihr halt hier bündig anschließen. Hier seht ihr erneut einen Leimfehler. Das ist ein kleiner Flüchtigkeitsfehler halt eben gewesen. Das Frontstück bzw. das Rückstück, besser gesagt, gefällt mir total gut. Ich habe extra hier diesen Kern nach außen gewandt, weil der halt einfach sehr, sehr schön aussieht. Und klar, hier ist ein Riss, aber das ist in meinen Augen nicht schlimm. Das sieht einfach super, super schön aus. Ein sehr schönes Stück. Die Tischplatte ist außerdem 2 cm schmäler geworden, als ich eigentlich geplant habe. Jetzt ist er nicht 80 cm tief, sondern 77, 78 so in dem Dreh. Da habe ich ein bisschen zu wenig Material zugeschnitten. Deswegen ist die Schreibtischoberfläche ein bisschen, ja, nicht so tief. Ich habe hier am Titel geschrieben, dass das Projekt heute macht mich wirklich stolz. Und ich habe jetzt gerade mir nochmal kurz gedacht, warum macht mich denn das Projekt heute stolz? Klar ist es für meine Mutter, für jeden. Die Mutter ist eine der wichtigsten Personen im Leben, ganz klar. Und dass ich mittlerweile das so auf den Deckel bekommen habe, dass ich wohne nicht mehr daheim, das funktioniert. Ich habe hier die Werkstatt, das funktioniert. Und dass ich jetzt sagen kann, komm Mama, du wolltest die ganze Zeit schon einen Schreibtisch. Ich mache dir das jetzt einfach. Ich habe vorher noch gefragt, okay, was für Material willst du haben? Schau mal hier, Buchenholz ist doch schön. Ich habe nämlich vorher das Projekt hier gebaut und da konnte ich sie nämlich fragen, was für so Holz so haben will. Und da habe ich mir gedacht, komm, sie will eigentlich noch warten. Die wollten erst das Zimmer noch renovieren. Aber so eigentlich wollte sie ja schon den Schreibtisch haben. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, ich baue den jetzt einfach. Ich mache den jetzt noch kurzfristig vor Weihnachten fertig, weil das ist so schön, ne? Das ist schon schön. Also es macht mich schon happy. Und ich glaube, das findet meine Mutter auch cool, dass sie jetzt einen Schreibtisch hat. Es macht mich also stolz, wenn ich jetzt die Frage beantworten müsste, warum ich dieses Projekt hier stolz macht, dass es für meine Mutter ist. Ich glaube, das trifft es auf den Punkt. Also das muss man vielleicht auch so sehen, ne? Überlegen. Ich sah Hand vor 2, 3 Jahren oder wann das war, meine Eltern gesagt, mir geht der Lade richtig auf die Eier, ich will da aufhören zu schaffen und dann auf jeden Fall, na, überlege das nur noch, ne? Da bin ich angestellt und Krankenversicherung und weiß nicht, Kuckuck. Und dass das jetzt so funktioniert, dass sie sich halt keinen Gedanken machen müssen, ich glaube, das macht mich also ein bisschen stolz. Überlegen wir die Leute, die von euch ein Kind haben, überlegen wir, das kommt jetzt zu euch und sagt, ich höre auf und ich mache jetzt was Eigenes. Ich glaube, das ist schon nicht so geil. Ne? Also ich glaube, es gibt schon Schöneres, als sich dort um Gedanken machen zu müssen, als ob der Sohn oder die Tochter jetzt genug Geld verdient und weiß der Kuckuck. Kein leichtes Thema, worüber ich sprechen kann. Weil ich so schlecht im Erzählen bin, sage ich euch jetzt tschüss. Hier sind noch 2 weitere Videos. Ich sag bis zum nächsten Video tschüss und Mann ey. Ich bin so dumm. Ich bin ein richtiger Holzkopf. Katastrophe.